Moin, ich bin Alexis, Inhaber und Gründer von Custom Art Tattoo. Bin mittlerweile 39 Jahre alt und habe vor 6 Jahren angefangen zu tätowieren. Damals war ich noch Angestellter beim großen Automobilhersteller in Deutschland, also in Bremen. Hatte damals nicht so die Möglichkeiten wie ihr jetzt mit irgendwelchen Online-Seminaren oder Online-Ausbildungen etc., sondern habe es wie jeder, der sich fürs Tätowieren interessiert, erstmal so versucht, mich mit meiner Mappe etc. bei Studios zu bewerben. Wurde da leider abgelehnt, weil ich halt Vollzeit berufstätig war. Und ich war damals 33 und dann kannst du dir vorstellen, dass ich da nicht bereit war, einen gut bezahlten Hauptjob an den Nagel zu hängen und alles auf eine Karte zu setzen, um das Tätowieren zu erlernen, sondern ich wollte das eigentlich eher nebenbei, um erstmal zu schauen, ob es mir gefällt, ob ich das auch leisten kann, was vom Tätowierer erwartet wird, weil im Endeffekt hast du ziemlich viel Verantwortung, du musst wirklich abliefern und da alles auf eine Karte zu setzen, war mir ja ein bisschen zu gefährlich in dem Alter. Ich habe Familie, ich habe ein Kind, von dem her wollte ich meinen Hauptjob halt definitiv behalten und habe es dann so gemacht, dadurch, dass ich Dauernachtschicht gearbeitet habe, tagsüber die ganze Zeit gelernt, gezeichnet wie ein Blöder und Wochenenden eigentlich immer damit verbracht, dass ich von einem Seminar zum nächsten gefahren bin. Also durch ganz Deutschland getourt und ich denke mal, du kannst dir vorstellen, dass einmal Tattoo-Seminare ziemlich kostenintensiv sind. Also wir sprechen da pro Tag von 500 Euro, was ziemlich weit unten angesetzt ist, bis ein komplettes Wochenende für 2.500 Euro. Zusätzlich natürlich die Zeit, die man investiert, dann Spritkosten, Hotelkosten. Es war ein extrem teures Jahr, was ich da sozusagen auf Seminaren verbracht habe, bis ich mich dann ja, so knapp nach einem Jahr dafür entschieden habe, einen eigenen Laden aufzumachen, zwischendurch schon zu Hause angefangen zu tätowieren. Und dadurch, dass es immer mehr wurde, bei mir auch schnell in die Richtung ging, dass ich wusste, ich will das Ganze professionell machen, ich will das irgendwann zum Hauptjob machen, habe ich mir dann halt einen Raum gesucht, wo ich mich ja, auf 20 Quadratmeter erstmal, ja, wo ich Platz hatte, mich zu entfalten, wo ich Kunden empfangen konnte. Ja, das erste Studio hat mich halt schon extrem weitergebracht. Ne? Es waren 20 Quadratmeter, wie gesagt, 2017 haben wir das Ganze aufgemacht und gegründet, Custom Art Tattoo. Und ja, mittlerweile sitze ich in unserem neu eröffneten Studio. Das haben wir knapp 5 Jahre später nach dem ersten jetzt eröffnet, auf 500 Quadratmetern. Das haben wir umgebaut und ja, haben hier jetzt Platz für Tätowierer, die wir selbst ausgebaut haben. Wir sind jetzt mittlerweile 3 Tätowierer hier, der 4. ist in Ausbildung und haben einen Friseurbereich drin, den meine Frau leitet. Haben uns also extrem entwickelt und vergrößert. Das nur mal, um zu zeigen, was wirklich mit harter Arbeit, mit Disziplin möglich ist.